Trupp 2 auf eine Materialmission schicken. Bahl neue Einheit. Und mal zwei Sprenghühnchen, dass wir an das Fallen, an den Fallenpunkt noch kommen. Na, zwei Fallen fehlen noch. Ich wollte ja eh Wandfallen noch platzieren, die ich gar nicht freigeschalten habe. Ist. Einheiten beschwören, kostenlose Einheit. Ja, verschiedene Räume eben. Sobald die zweite Schatzkammer da ist, fange ich an, Überfälle zu machen. Das sieht so komisch aus, wie der eine da in seinem Buch predigt, während die anderen alle auf den ihren Kopf auf den Boden poppen. Dong, dong, dong. Hier, wir werfen Einheiten in den Ofen. Na, nicht so toll. So. Okay. Machen wir das Ganze einfach mal so. Und bauen unsere zweite Schatzkammer. Gut. Naja, 5 Punkte, 8 Punkte, auf die ich verzichte. Trollidons bräuchte ich dann halt einfach nicht. Hm. Zweite kostenlose Einheit. Was haben wir diesmal? Ein Scheißsaal. So, ich könnte jetzt eigentlich... die Jungs noch mal auf Materialmission schicken. So und so. Und den letzten Squad schicke ich auf eine Schatzmission. So, so müsste das ja gehen. Hoffe ich mal. Denn ich brauche noch mehr Materialien. So. Jetzt habe ich den DSC-Punkt für die Fallen, wenn ich jetzt noch die für die kostenlosen Einheiten kriege. Neue kostenlose Einheit, genau. Dann kann ich wenigstens schon mal die Fallen freischalten. Fallenmeister. Ich glaube, die kann Baal moschen. Zur Not hat Baal ja immer noch seine... Genau. Sehr schön. So, jetzt kriegen wir genug Materialien rein. Da kann ich schon mal wieder Materialien ausgeben. Für die beiden. Und dann noch für die. Und hey, wir können unseren Trupp bauen, einen reinen Fernkämpfertrupp. Naja. Besser als nichts, würde ich mal sagen. Eine kostenlose Einheit fehlt noch. Jo, dann kann ich den Fallenmeister machen, damit die Fallen mehr Aktivierungen haben. Ah, ach ja, und die Wandfallen schon mal freischalten, genau. Das ist eine gute Idee. So, was wollte ich als nächstes? Ach ja, den Trupp hier. Ne, erstmal ist es wichtig, dass ich mich um den Trupp hier kümmere. Und darauf wartet, dass endlich Materialien eingeworfen werden. Ah, neue kostenlose Einheit. Noch ein Giftspucker.
Naja, jetzt kann ich aber die Jungs mal wegschicken. Es hat sich noch niemand die Mühe gemacht, das Gold wegzubringen? Ah, doch, jetzt. Okay, wir brauchen noch zwei so Goldmissionen. Erstmal den Fallenmeister hinsetzen. So, und dann kriegen wir keine Punkte mehr zusammen eigentlich. Die zwei können wir vergessen. Den können wir vergessen. Ja. Naja. Aber ist auch nicht schlimm. Ich schicke jetzt auf jeden Fall mal nochmal zwei Trupps raus, um Geld zu besorgen. Ich brauche noch 90. Du gibst mir 50. Also Trupp 1 und Trupp 2 los Geld besorgen gehen. Währenddessen kriegen die beiden Trupps mal ein bisschen was für die Flamme. Und ich fange an, Wandfallen zu montieren. Auf jeden Fall hier als letzte Verteidigung so eine. Und ganz vorne hin so eine. Hier genauso hier so eine hin. Und nach den Giftfallen kommt so eine hin. Und am besten... Ja, okay, wir können keine mehr bauen. Okay, Pilze umwandeln. Einheiten für den letzten Trupp schon mal zusammenstellen. Wäre eine gute Idee. So einen, was haben wir da noch mal? Ein Scheusal. Ah, ich habe eine Idee. Gib mir noch einen davon, sobald du kannst. So, noch mehr Imps für die Jungen und für die Truppen. Und Baal kann doch schon mal in den Dungeon eindringen. Oder? Oh my, who's this peculiar looking jester knocking on Velvet's door? Hoi, Poptak! I'm Renfield Faust, engineer extraordinaire, and friends with that little horned little helper of yours. Haven't seen you before. You look like a cloud of severely burned cookie crumbs. You aren't an archdemon by any chance? Assuming that you have a thing for minced cookies, thanks for the kudos. But no, Velvet is no demon. He was once a phantom, now he is Velvet, the champion of all things good and fair. So, you know the Hell Child, do you? Well, not in an intimate way. But we have met and enjoyed the pleasure of each other. In fact, I was hoping to hook up with him for good, you know, like on a permanent basis. A little bit unusual, perhaps. But then, the heart wants what it wants. Do you by any chance have any active or visionary skills that we could exploit? You know, like on an annual basis. I can cook, I can clean, I can dance and sing and wrestle in mud and jelly. And I can fry enemies to crispy meat sticks with thunder and lightning. Impressive. But Velvet wonders, what about your previous life? Slaughtering evildoers is not a halftime gig, you know. All in the past. Mother won't let me come home. She has guards and flamethrowers and doors 6 feet thick to keep me out. There's no doubt. My future is here. I will tune and trim your mechanical contraptions by day and curl up at the foot of your bed at night. Oh, what a delightful picture you paint. Yet, a slight buzz in Velvet's horns tells him that your feelings towards the Hell Child aren't answered. Oh, I'm truly sorry, Renfield, but you'd better leave now. Oh. Okay. I won't cry.
I won't lay awake all night wondering where we went so horribly wrong. Instead, I will come to visit you regularly. See, my backup plan was to start a business as a traveling merchant, and I'm sure you'll need to chant some myrrh from time to time. What a wonderful idea. In such a fashion, Velvet bids you welcome to walk the path of righteousness. But when you visit, stay out of Velvet's bed. He sometimes dreams he's Blackie. Oh, yippee-jay, Renfield's gay. I'll be back. You have my word. Ja, passendere Worte fallen mir gerade nicht ein. Entschuldigung. Vor allem, dass sie das aus der Übersetzung rausgelassen haben. Renfield hatte mich gerade von sich gegeben, dass er Homo ist. Nein. Nein, 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 nein. Warum? Warum? Ja. Na. Warum macht ihr sowas mit mir? Warum? So, Baal wieder da rein. Die Truppen hinterher. Renfield hat sich in Baal verliebt. Ah. So, truppenmäßig. Wie sieht der Stand aus? Der Stand sagt, dass wir nicht genug Materialien haben. Sollen wir das noch schnell ändern? Ja, mit Trupp 1 können wir das noch schnell ändern. Die Idee ist gut. Die Idee wird umgesetzt. Out of the pit into a hellhole. Sind alle anderen Truppen bereits eingetroffen? Ja, sieht fast danach aus. How am I there yet? Hier wäre eine Barrikade. Durch Barrikade gehen wir erstmal nicht durch. Aber ein Level 1 Krieger, den vermöbeln wir. So. So, erstmal die Dunkelzwerge upgraden. Da drüben sehe ich schon mal richtiges Kellergewölbe. Und da ist ein Teleporter, der darauf hinweist, dass hier wohl irgendwann die Kacke am Dampfen ist. Hallo Krieger. Stirb Krieger. Top 1, bitte wieder zu mir. Und hält den Dungeon. Gut, kann ich Trupp 3 und 5 mal hier rausschaffen. Genauso wie Baal. Dann können die Trupps nämlich kurz befeuert werden. Okay. Dong. Achso, hier habe ich ja gar keine. Ja. So, du noch. Und dann schalten wir den Ingenieur aus. Gut. Und diese Truppen sehen alle befeuert, einigermaßen befeuert aus. Ist ein bisschen komisch, da Imps am Eingang stehen zu haben. Aber hey. Also ich halte mich erstmal von den Kellergewölben fern und erkunde erstmal durch die Höhlen. Ob hier was Interessantes ist.
Ein Lagerfeuer, das heißt hier, oh, hier ist ein Zeltlager. Vernichte alle Alarmgeräte. Okay.